Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Nubien. Nubien Only heißt unsere Challenge. Nur nubische Einheiten dürfen und werden wir verwenden. Das ist die besondere Herausforderung in diesem Let's Play, in diesem Playthrough. Und es ist interessant, wir versuchen uns schon seit einigen Runden gegen die Skipionen zur Wehr zu setzen. Jetzt hatte ich halt die Idee, wir könnten vielleicht versuchen, hier so über drei Ecken Athen zu belagern. Ich bin aber immer noch nicht so ganz sicher, wie wir das jetzt, oder ob das wirklich so eine gute Idee ist, ne? Die Sache ist halt die, mit der Stadtkohorte da drin, da gewinnen wir keinen Blumentopf dagegen, ne? Der macht uns 4 oder 5 von unseren Popeldrehern platt. Da sind wir weitgehend chancenlos. 70%. Wow, öffentliche Ordnung ist nur noch bei 20. Okay. Das wird auch nicht ausreichen, um die öffentliche Ordnung noch höher zu pushen. Aber er wird wahrscheinlich ja irgendwie Truppen nachrüsten oder so. Wie und warum habe ich den nochmal dahin geschickt? Weil der hier auf das Hotte Hü drauf soll wahrscheinlich. Auf das Bötchen drauf soll. War da nicht noch irgendwie sowas? Korinth aufgeben ist jetzt nicht meine Präferenz. Das Einheiten fortbilden hingegen schon. Wie sieht's hier drüben aus? Ach ja, genau. Da war doch etwas. Ja. Da wollten wir doch noch Nikomedi angreifen. Ja, so nämlich, ne? Okay, ja. Und das war nur dieser eine Typ. Okay. Ja, der ist ja schon schön angeschlagen. Das war gut. So, dann gucken wir mal. Das machen wir, glaube ich, mal als erstes. Also das ist sicherlich die wichtigste Etappe. Und dann können wir uns nochmal Griechenland ein bisschen genauer angucken. Aber ich muss es wirklich sagen, ne? Also mit diesen sehr beschränkten strategischen Mitteln, die uns hier zu Gebote stehen, ne? Ist es doch eine gewisse Herausforderung. Der Feind hat seine Feigheit bewiesen. Er hat Verstärkungen geholt, als ob die Zahl allein entscheiden könnte. Komm, gib mal auf den Sprit. Also kann natürlich sein, dass er noch rechtzeitig da ist, um die Stadt zu garnisonieren, aber... Eure Soldaten haben das Tor durchbrochen. Befehlt den Vormarsch. Jagt ja, den der Feind. Feind. Der feige Feind hat die Mauern verloren. Schickt eure Truppen, damit sie die Siedlung einnehmen. Die müssen so ein bisschen verschachtelt ineinander stehen, denn sonst schlägt er die sofort in die Flucht, wenn der angeritten kommt. So, dann müssen die Sperre jetzt einmal runter, genau. So, das ist jetzt das erste Kästchen, das schicken wir hier hoch. Ja. Das zweite Kästchen hinterher. Und das dritte Kästchen, das darf dann so hier hin. Wenn wir Glück haben, dann nehmen wir schon die Piazza ein. Ja.
Der feindliche General ist tot. Nun werdet ihr sehen, wie mutig seine Soldaten sind. Der ist zäh. Okay, so, dann zeig mal, ob er das noch schafft, die Stadt hier zu halten in einer angemessenen Zeit. Pass auf, ich sag mal, Schlacht fortsetzen. Wir haben ja eh gewonnen. Mal besser rein. Das sieht für mich gerade so aus, als ob er dich da irgendwie abfangen will. Oh, ganz schlecht. Ja. Sollen wir mal raus da bitte? Der darf sich nämlich jetzt nochmal sehr gerne hier an unserer Phalanx weglöschen mit den ganzen Einheiten. Daran ist mir tatsächlich gelegen. Wir sind daher auf die Piazza gekommen. Der Sieg liegt. Ja, genau, ist fantastisch. Ja, Verluste 1:1 ungefähr, ne? Das ist doch für unsere Verhältnisse eigentlich ziemlich stark. Ja, besetzen bitte. Das reparieren wir. Da gehen wir mal runter mit den Steuern. Aphrodite-Tempel östlich. Mach den Imhotep-Tempel. So, ein Quicksave bitte. Wie viele Einheiten sind das? 1, 2, 3, 4. Okay. Das ist, glaube ich, noch so eine alte. Das ist, glaube ich, noch so eine alte griechische Armee. Kann das sein? Sire, Befehle? Mächtiger General. Befehle? Mein Gebieter? Ja, keine Ahnung. Nimm die hier mal mit. Greif den Feind an! Sieg! Angriff! Rückzug! Oh, ich hab's ja befürchtet. Ach Gott. Müssen wir es dann händisch austragen? Ich sag nein. Befehle? Mein Gebieter? Sire! So, die zwei Jungs. Vorwärts! Nimm es mit nach Pergamon. Vorwärts! Weiter geht es nicht, Sire. Weiter, mein Gebieter. Guck mal, dann kannst du die hier schon mal nach Nikomedia schicken. Wir sitzen fest, mächtiger Herr. Dann haben wir da nämlich, also beziehungsweise die vier, ne? Dann haben wir da nämlich schon mal eine halbwegs passable Kavallerie drin. Okay, gut. Jetzt müssen wir noch so ein bisschen. Jetzt müssen wir gleich noch so ein bisschen Truppen zusammenziehen. Das ist auch nicht unwichtig. Ja.
habt ihr, ich weiß nicht, ne? Brauchen wir noch so viel, also so viele Spione brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Mach mal lieber noch eine Infanterie, weil da werden Verluste größer sein, schätze ich mal. So, 1, 2, 3, dann haben wir noch 5, 6 und bis der da ist, sind wir bei 7. Schickst du den nach Sardis. Mein Gebieter? So. Na, dann hat Sardis jetzt auch mal eine halbwegs passable Garnison. So, wie viele Einheiten? 1000, okay. Ja, ausbauen kannst du da, aber ausbauen können wir uns da noch abschminken, ne? Den Aphrodite-Tempel, den müssen wir dann auch bald eigentlich abreißen, ne? Pass auf, ja, mach den mal weg. 5,5% wächst die Stadt recht schnell. Hier machst du den Horus. Machst den Horus-Tempel erstmal. So, das sollten wir da auf jeden Fall schon mal haben. Ja. Okay. Euer Wille ist nur ein Agenten momentan hier drin. Meine Ohren sind eure Ohren. Die Tarnung ist mein Mann. Du musst ein bisschen was hier dazu gewinnen an Fähigkeiten. Niemand wird mich sehen. Gut. Ja. Die Garnison wird hoffentlich ausreichen, um ihn in Schach zu halten. Er belagert noch Massaker, ne? Da müssen wir auch nochmal gucken, dass wir da noch ein bisschen was an Truppen dazu bekommen. Also hier unten und halt mal hier ein Auge auf dieses Wegstück. Ach du meine Güte, wo kommt denn der her? Gut. Ja, hierum kümmern wir uns jetzt mal noch nicht so dringend. Dann müssen wir hier jetzt ein bisschen merchen. Lass mal ganz kurz gucken. Also, wie viel haben wir? 100, 160. Okay, 160 ist das Ding, was wir so ungefähr brauchen. Mein Gebieter? So, das heißt, haben wir irgendwo einen, der ungefähr 100 hat, das bist du. So, haben wir irgendeinen, der 150 oder sowas hat, 145. Mach's noch dahin. So, dann ziehst du mir den schon mal da runter. Weiter geht es nicht, Sire. Gut. Mein Gebieter? Machst du den hier noch und den hier noch? Machst du den hier noch und dann ziehst du den auch nochmal runter. Vorwärts. So. Mächtiger General. 93. Kannst du wunderbar. Zusammentun. Okay, ich glaube, den habe ich jetzt komplett aufgelöst, aber ist egal, es passt ja auch. Also wir können hier nicht großartig fortbilden, denn die Garnison von Nicomedia oder generell die Bevölkerung von Nicomedia ist einfach zu gering. Und dann ist es vielleicht auch nicht wert, da so viel dann zu investieren, weil wir ohnehin viele... Ja, also wir müssten viele Truppen dort binden, das ist es ganz oft ja nicht wert. So. Ja, Fortbildung nochmal hier und dann baust du mir, oder rekrutierst mir noch einen, bitte. Weil die Canassas habe ich, da habe ich das auch noch nicht gemacht. Okay, wir brauchen auch hier noch eine Infanterie, empfehle ich mal ganz dringend. So, und da oben hat er jetzt eine große Truppe. Hatra ist nicht unwichtig, hier die Straßen zu haben. Vielleicht gehen wir nochmal auf Nummer sicher und bauen nochmal die Holzmauer, falls er dann doch irgendwie nochmal in die andere Richtung laufen will. Gut, Taris ist dran. Wir belagern hier oben noch. Ja. Okay. Weiter, weiter. Gegebenenfalls müssen wir da oben nochmal angreifen. 2000 Einwohner. Klar, ja, rekrutieren. Rekrutieren. Das sind die Einheiten, die wir zu ihm rüberschicken müssen. Rekrutieren. Oh yes, mit Goldwimpel hier sogar jetzt mittlerweile, ne? Cool, 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 cool. Sire.
marschieren. Okay, schicke ihn hier hin. Lasse die Armee. Weiter! Mächtiger General! Weiter! Bereit machen für den Kampf! Na, der hat ab. Sieg! Sieg! Bereit machen für den Kampf! Okay, gut. Sieg! Vorwärts! Wir können nicht weiter! Ein Schwertträger. Ein Kriegsheld. Und das war unser Agent. Mein Gebieter? Mächtiger General. Mein Gebieter? Stoßt vor! Pack den noch da rein. Schließe mich der Armee an. Wir können das ist dann die weiter, Armee, die wir hier oben hinschicken, oder? Wir können mal... Wobei, wir können natürlich auch gucken, ob wir Truppen aus Jerusalem... Ja, aber klar, das dauert noch. Ah ja, hier ist noch die Pest drin. Aha. Agent, Agent, Agent. Ein Lichtlein brennt. Ja, wir gucken uns das an. So, okay, also dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich stell die mal hier hin. So, und dann kannst du jetzt 12 Einheiten noch hier rausnehmen. Mächtiger General. Befehle? 8. 9, 10. Mächtiger General. Sire, bereitet euch auf die Schlacht vor. Boah, Leute, das wird bitter, ne? Das wird bitter. Wartet auf meine Befehle! Eure Verstärkungen sind hier, aber genügen sie, um den Sieg zu sichern? Standardformation. Ja, so viel tüfteln muss man da jetzt nicht. Hin. Oh ja, lass uns bitte so einen römischen Legionsadler erobern. Der Feind flieht, jagt ihn vom Feld, schenkt ihm weder Ruhe noch Mitleid. Ja, das Einzige, was wir hier verschenken, sind Respektschellen. Der Sieg. Okay.
wichtig und auch für mich wichtig zu sehen, dass die römischen Truppen nicht unbesiegbar sind. Das war schon mal auch sehr wichtig. So, wie weit wird der wohl laufen können? Weit genug, fürchte ich. Gut, gut. Ja. Also, schlage ich vor. Ein bisschen zu schauen, was davon kann man so zusammenfassen. So, dann läufst du mal nach Korinth. Verlasse die Armee. Genau, verlass mächtiger mal die Armee. General. Mein Gebieter, mächtiger General. Und dann, ich weiß nicht, mächtiger da haben wir auch noch ein paar Verluste gehabt, ne? Sire. Ja, komm doch mal mächtiger mit dem Pferdchen General. Darüber. Sire. Guck mal, dann kannst du die... Nämlich auch noch mergen. Und dann kann der Rest von dem Pferdchen von den Truppen nach Korinth rein. Mächtiger General. Bei dem Befehle? Anderen Fall war die Armee ja noch mal ein bisschen mein dünner. Gebieter? So, wir versuchen es mal. Euch auf die Schlacht vor. Gib alles. Siedlung wird belagert, Herr. Die Siedlung wird belagert, Herr. Fehlen jetzt noch drei Einheiten. Eins. Weiter. Mein Gebieter. Zwei, drei. Sire. Weiter. Mein Gebieter, 1, 2, 3. Befehle, Befehle. Da sind ein bisschen mehr Einheiten drin, das ist aber auch ja durchaus so beabsichtigt. Dann sind wir bei 7. Mach noch einen, dann sind wir bei 6. Haben wir 6 Einheiten hier. Okay, die Schiffe bilden wir auch noch fort und dann nimmst du auch noch eine mit. Gut, okay. Mächtiger General. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn wir hier angreifen würden? Das reicht auch für einen Sieg. Das ist doch super. Das ist doch super. Oh, geil, Quinquiremen. Leute, ägyptische Quinquiremen. Gut, was haben wir hier für einen Tempel drin? Tempel der Athene. Der kann weg. Ich glaube, wir nehmen den Imhotep-Tempel hier in Athen. So, und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen mergen, ne? Gucken wir noch mal ganz kurz. Mächtiger General. Da. Da müsste 10 übrig bleiben. Okay, gut. Kopfrechnen ist ja nicht so meine Stärke. Ich bin ja so eine matte Null, ne? Null, was ist das nochmal? So, die 14 und die 10 einmal fortbilden, genau. Hier ist egal, können wir auch machen. Macht nichts, das kostet einfach nur Geld. Und dann nimmst du noch bitte eine Inf mit. Mächtiger General. Mächtiger General. Was war das? Ach Gott, das ist ja auch nochmal so eine fette Kohorte. Okay, hier der dahin, ne? Grandios. Du kommst übrigens mal wieder zurück. Großer Herr. Ei, großer Herr. Ei, großer Herr. Ei, großer Herr. Setz die Segel. Ja. Ja, mächtiger Herr. Nein, die haben noch Probleme mit den Numidiern, ne? Sieht zumindest so aus. Ungesehen. Okay, habe ich noch irgendwas super Wichtiges vergessen? Nein, ne? Ich glaube nicht. Wir haben noch Geld übrig, aber das ist okay. Athen, ja, glaube ich übrigens wirklich so die einzige Stadt, die von Anfang an eine Akademie hat, ne? Waren die Römer schon dran? Jo, die waren schon dran. Wow. Hm.
Themen hat das Geheimpolizeinetzwerk gebaut. Dann bauen wir doch mal den Markt nochmal aus. Die Stadt ist immer noch nicht zu Ende gewachsen, ne? Die prügeln wir noch auf die 40.000 hoch. Puh, gute Frage. Was machen wir hier? Ja, wir haben ja keinen Statthalter, deswegen wäre das Kryptorium jetzt ein bisschen drüber, ne? Machen wir auch den großen Bazar. Wir sollen noch eine Einheit rekrutieren. Boah, mach ein Schiffchen. Wir sind nah dran. Mach mal den großen Bazar auch hier. Wobei man auch sagen kann, guck mal, mach mal ruhig das Kryptorium. Der ist ja erst 20, der wird ja noch besser. Hoffentlich. Stadtmauer ist fertig. Was jetzt? Hafen, Bazar, Rüstungsbauer, natürlich nice, weil, klar, ne, verbessert nochmal unsere Truppen in Kyrene. Halikarnassos mit der Schiffswerft, ja, dann die Ratskammer natürlich, klar, bei 12.000 Einwohnern sollten wir das machen, damit die Stadt weiter wachsen kann. Jetzt ist gerade viel fertig geworden, es dauert noch ein bisschen, gib mir noch einen Moment Zeit. Okay, die Mauer einfach mal nur so, weil wir es können. In Lumata noch nicht so wichtig. Muss man ja auch der Tatsache nochmal ins Auge sehen. Es ist halt auch nur Lumata, ne? Also ist jetzt auch keine Premium-Provinz. So, und dann bauen wir hier. Ja, weiß ich nicht. Machen wir. Bleiben mal noch auf niedrig. Dann bauen wir den Horus-Tempel nochmal aus. Dann können wir da nämlich direkt ansetzen oder anschließen. Was machen wir hier? 2800 Einwohner Bäder. Auf jeden Fall eine sinnvolle Anlage. Auch fürs Bevölkerungswachstum in Korinth sicherlich sinnig, ne? Nikomedia mit dem Imhotep-Schrein, jo. Da ist aber halt eben sehr gut, dass wir jetzt auch hier seine Truppen los sind. Mächtiger ja, General. Rein. Mächtiger General. Warte mal, das sind die Bruti uns gegenüber. Da ist nur ein Hastatus drin. Mächtiger General. Pergamon. Oder Pergamum, wie es hier heißt. Wenn wir gleich mal schön hier die Pergamumien ärgern. Nimmt die Flotte noch ein paar Truppen mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nimmt zwei mit. Macht, glaube ich, hier auch nicht den Riesenunterschied. Das Schiff ist bereit. Setzt die Segel. Momentan geht es nicht weiter, Sire. Jetzt machen wir nur einen hier. Halikarnassos wächst. Ah ja, genau. Okay, super, klasse. Dann gucke ich jetzt nochmal. Stopp. Ja, Athen. Imhotep-Tempel, Kanalisation. Kanalisation, ne? Da wird nächste Runde auch nochmal viel fertig. Memphis! Der ist 18. Da können wir auch das Kryptorium bauen. Richtig nice. Guck mal jetzt mit Goldwimpel-Upgrade, ne? Die können ja am Ende dann auch richtig was. Okay, Rekrutierung machen wir nachher. Das machen wir, wenn wir unsere Einheiten entsprechend bewegt haben. Aha, okay, gut. In Sinope sieht gut aus. Bauen wir mal noch eine Einheit hier. Er hat Massaker offen gelassen, das ist gut. Dann bauen wir das Teil nochmal aus. Befehle? Euer Wille ist mir Befehl. Die Tarnung ist mein Mantel. Meine Ohren sind eure. Ich könnte jetzt versuchen, mit dem auch noch da reinzukommen, aber dann verlieren wir hier. Niemand wird mich sehen. Wenn wir Pech haben, wir unsere nicht Sicht. Weiter, Sire. Befehle? Greift den Feind an! Siedlung wird belagert, Herr.
Da ist zum Glück ja nicht so viel drin, aber die Kavallerie ist eklig. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Ereignis einer Seite. Pedi Bastet ist gestorben. Ramses hat geheiratet. Kleiner Affe, Schmiedemeister. Und noch ein kleiner Affe. Schmiedemeister gab es hier. Okay, gut. Ja, die müssen bald nochmal Babys kriegen, damit wir nochmal ein bisschen mehr Nachwuchs haben. Rekrutierungsbruch, lassen wir ein weiteres Merkmal für den Agenten. Okay. So, dann auch hier würde ich sagen, nochmal einen Spion, genau. Meine Augen sind eure Augen. Komm doch mal hier hoch. Niemand wird mich sehen. Weiter geht es. Verteilt euch mal so ein bisschen. Meine Augen sind eure. Ja, so ist, glaube ich, okay. Ungesehen, unbemerkt. Wir sitzen fest, großer Herr. Euer Wille ist mir. Du darfst dich auf jeden Fall mal hinbegeben. Bereit machen für den Kampf! Aha. Wir können nicht weiter, großer Herr! Befehle, vorwärts! Mein Gebieter, Sire, mächtiger General. Schieb die mal direkt auf das Schiff. Weiter! Hat der alle auch, ne? Okay. Sire! Aber den Aale, den brauchen wir da nicht noch fortbilden, ne? Den können wir einfach so lassen. Gut. Ist bereit. Ja. Jetzt zwei Schiffe. Gut, Silberwimpel bei der Bewaffnung. Jetzt nicht top of the shelf, aber okay. Ich bin noch echt angetan davon, dass er sich ja komplett zurückgezogen hat. Aber wir werden hier jetzt noch nicht irgendwie hingehen und wir werden jetzt hier nicht hingehen und Einheiten auflösen. Nee. Das wäre ein bisschen zu optimistisch. Mach noch einen Agenten. Ei, großer Herr! Ei, großer Herr! Meine Augen sind eure Augen. Meine Augen sind eure Augen. So, dann kannst du mal da Thermon reinstellen. Ui. Full House. Meine Augen sind eure Augen. Spioniere. Ui, nicht so Full House. Meine Augen sind eure Augen. In Bewegung. Weiter. Ui, der ist aber ganz schön Full House. Fullest House, sozusagen. Okay. Meine Augen sind eure. Die Tarnung ist meine. Dann öffentliche Ordnung 30. Meine Ohren sind eure Ohren. Die Tarnung ist mein Mann. So, wir haben 45 nur. Boah, Leute, wie geil das wäre, wenn die revoltieren würden. Das passiert leider sehr, 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 sehr selten. Aber es wäre so witzig, ne? Alles fortbilden, was geht. Mächtiger General. Greif den Feind an. Ja, du musst das belagern. Mächtiger General. Greif den Feind an. Weißt du was? Wir machen noch ein bisschen hier. Wir machen auch noch ein bisschen Belagerungszeug. Okay. Gut. Okay.
Also wir könnten jetzt sogar schon versuchen, Larissa irgendwie zu attackieren. Aber das fände ich jetzt noch ein bisschen früh. Das ist nicht so wichtig. Okay, hier ist nichts passiert, das ist ja gut. Ein großer Aphrodite-Tempel, den reiße ich auch nochmal ab. Oder? Obwohl, ach komm, 1,5%. Ach. Der gibt ja schon einen ganz netten Bonus, ne? Palmyra wächst. Gut, ja. Tarsus wächst. Kornhändler und Kaufmann, das kennen wir bereits. So, jetzt machen wir noch hier einmal schnell den Gebäudebericht, oder den Baubericht besser gesagt. Der ist 44, da können wir auch noch ein Skriptorium bauen. Macht ja nur unsere Statthalter besser, eindeutigst. 21.002,5, ja. Straße in Hatra, bitte. Okay, hier haben wir die Straße gebaut, das ist auch gut. Ja, bau mal die öffentlichen Bäder. Würde ich auch sagen, sollten wir die Straßen ausbauen. Okay. So, dann, wenn wir schon mal hier sind, mächtiger General, könnten wir das hier denn gewinnen? Not a chance, okay. Aber mein Gebieter? Wir könnten doch gewiss Kutais gewinnen, oder? Okay, auch nicht. Eieieiei. Sind ja stärker als die Römer. Oh, ich hab's befürchtet. Wow, da kommt aber echt ein... Oh Gott, mit den Gladiatoren, ne? Ach du Kacke. Ja, das wird spaßig. Ei, großer Herr. Ja, fahr erstmal hier hin. Wir gucken noch, was du mitnehmen kannst an Truppen. Mhm. Weil ich würde dann sagen, versuchen wir hier direkt Druck auf Byzantion auszubauen. Ne? Das sehen wir beim nächsten Teil. Bis dann, macht's gut, Pax Vobiscum und Valete.